ja, ist heiß zu und her gegangen am Schluss. Ja. Und am Schluss also, fast noch die Sicherungen durchgebrannt. Eigentlich ja gut, dass es Emotionen gibt, aber schade ist es überhaupt so weit gekommen. Erste Halbzeit war bedeutend weniger los. Was war für dich der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit? Ja, das Goal sicher einmal auf der einen Seite. Und dann ja, hat natürlich jetzt auch ein paar strittige Szenen gegeben. Und gegen den Schluss haben wir natürlich noch müssen am Rückstand hinterherlaufen. Und ja, die Luganesi haben das halt clever gemacht, haben immer wieder ein bisschen Spiel verzögert, ein paar Sekunden gewonnen. Und das schlägt natürlich aufs Gemüt bei uns. Erzähl mal kurz die Penalty-Szene zum 2-1 für Lugano. Was ist da genau passiert? Ja, ich bin am Ball gekommen im Strafraum und anstatt sie einfach nach vorne hauen, habe ich wollen, den Ball zuerst führen, nachher hinten rausspielen. Und ich merke gar nicht, dass noch einer von Lugano hinter mir ist. Er spitzt den Ball in dem Moment weg, wo ich den Ball schlagen will und ich treffe ihn. Und dann ja, ist es in dem Moment ein klarer Penalty. An Unnötigkeit kaum zu überbieten, oder? Ja, bin ich verstanden. Und nachher hast du dafür umso lieber den Ball geschnappt, um den Fehler wieder gut zu machen, was den Penalty für euch gegeben hat? Ja, Gott sei Dank habe ich noch die Chance dazu bekommen, weil ja, es hat mich wirklich mögen für die Mannschaft, weil es war kein einfacher Match. Vor allem der Spagat eben zwischen Champions League und Super League ist nie einfach. Wir haben gekämpft, wir haben sicher nicht ein super Spiel gemacht, aber ich bin froh, dass wir dann schlussendlich noch mit einem Punkt jetzt heimfahren können. Kann man zufrieden sein abschließend mit so einem Punkt hier im Tessin? Jein. Ja, am Schluss müssen wir zufrieden sein. Ich glaube, es bis zum 1-0 gut. Haben wir den Match kontrolliert, im Griff gehabt. Dass da gewisse Schwierigkeiten wird bestehen nach dem Champions-League-Spiel, das haben wir gewusst. Ich glaube aber, es war ein solider Auftritt gewesen. Wir haben sozusagen Lugano nicht zugestanden. Gehen durch ein herrliches frisches Goal von Matti in Führung. Das müsste unsere Karte spielen und gerade das Gegenteil passiert. Wir laden Lugano zweimal ein. Und das sind zwei Riesengeschenke, die wir da machen. Ja, und dann bist du auf einmal 2-1 hinten und dann hat es nochmal ein Effort gebraucht, dass wir das 2-2 noch holen konnten. Es ist noch recht hoch zu und her gegangen. Was ist da alles abgelaufen denn am Schluss? Ja, es ist relativ einfach zu beschreiben. Irgendein Assistent vom FC Lugano hat uns als Goglioni betitelt und das lasse ich mir nicht gefallen. Dementsprechend fällt dann auch die Reaktion aus. Da habe ich nicht gewartet, bis ein Assistent von Lugano mir das muss sagen. Vielleicht noch ein Wort zu den beiden Penalty. Ich meine, der erste ist ja etwas vom Unnötigsten, was es gibt in Sachen Penalty. Oder wie hast du das selber erlebt? Ja, jeder Penalty ist unnötig. Aber natürlich, ja, er könnte den Böller befreien. Der andere kommt von hinten, sieht er nicht. Und in dem Moment spitzelt er, glaube ich, den Ball weg. Und dann ja, hat der Schiedsrichter auf Penalty entschieden. Und dann entscheidet er nochmal auf Penalty zu eurer Erleichterung und vor allem zur Erleichterung von David Galla. Ja, für mich wichtig, nach dem Fehler, den er macht, der zum 2-1 führt, für Lugano, übernimmt er Verantwortung und schiesst den Penalty in 89 Minuten oder so. Ja, das zeigt schon auch, dass er Verantwortung will übernehmen und hat das souverän gemacht. Wie kann man leben jetzt mit dem 2-2 im Tessin? Wir müssen leben mit dem 2-2 im Tessin. Natürlich wären wir gerne mit 3 Punkten eingegangen, aber ich muss auch sagen, Lugano hat das gut gemacht. Wir haben uns alles abverlangt. Ja, was mir nicht gefallen hat, ist klar. Nach dem 1-0, die 10, 15, 20 Minuten, wo wir das Spiel zur Hand ausgegeben haben, völlig unnötig. Und über das müssen wir reden und schauen es an und müssen das nächste Mal wieder besser machen.